Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich begrüße alle Zuschauer und wünsche fast einen ersten schönen Mai. Wie ihr seht, da hinten ist ein Maibaum drauf. Wir haben heute die Aktion Maibaum. Wir haben mittlerweile auch Fahrzeuge vom THW. Danke an Tim und Nick für die mega geilen Fahrzeuge. Ne? Also, Tom und Nick sind neue Mitspieler, die den Bereich THW übernehmen. Und ja, dann bedanke ich mich nochmal beim ganzen Team allgemein nochmal für bis jetzt alles, was wir so auf die Beine gestellt haben. Läuft einfach alles bestens. Und bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei den Zuschauern. Ja, wir wollen jetzt nicht lange quatschen. Erstmal. Genau. Eine Woche hast du jetzt fast geschafft, Patrick. Hau rein weiter, ne? Die vermissen dich ja alle. So, dann machen wir das so. Tom, du nimmst dir gleich ja den Telef. Tim, du bleibst ja damit drauf. Und Nick, bist denn. Wir fahren alle 20 km/h, das wisst ihr aber alle, ne? Nach dem THW-Einsatzleiter kommt der Herr von. So. Hola. Carola, hola Carola, meine Güte. So. So, 20 km/h jetzt. Tim. Ah, eigentlich. Ja, das sind noch die üblichen Schwierigkeiten von unserem Server, das altbekannte Problem, aber naja, das können wir jetzt niemandem verübeln. Tim schließt sich einfach hinten an. Teufelsgamer. Hier brauchst du nicht dicht machen. Du kannst die nächste Kreuzung dicht machen. Und bitte gleich einmal die Hütchen verkaufen, ganz schnell. Weil könnte sein, dass die. Ach ne, die kannst du wahrscheinlich nicht verkaufen. Die kann nur ich verkaufen. Aber naja, das machen wir gleich. Leon? Ich stelle mich jetzt gleich so hier vorne hin. Ja, ach so. Teufelsgamer ist mir voraus. So. So. Fährst du ihn? Ja, gut so. Ja, alles gut. Ich gehe noch kurz mit dem THW daneben sprechen, ne? Teufelsgamer? Kannst du dein Polizeiauto auch hier mit hinstellen, irgendwie so, dass du dann da drüben oder so dich hinstellst? THW kommt, wo sollen wir euch denn noch mit hinstellen? Wir packen euch einfach sonst mit nach da hinten hin. Fahrt mal mir hinterher. Tim? Moment, ich muss jetzt ganz kurz was verkaufen. Wo haben wir sie denn? Södle. Boah. Das kann sein, dass das an den hier Verkehrsleithütchen liegt. Aber die habe ich jetzt gerade entfernt. Ich weiß nicht, wo die anderen Dinger sind. So, Nick, du fährst mal mit. Nick, fahr mal rückwärts sonst hier hinten rein. Hier hinten hin. So, und zieht alle an. Hier kommt erstmal her. Ranziehen. Gleich.
Leon, warte noch nicht. Leute, kommt eben alle her hier. So, hier. Euch eine Ecke Tau. Und hier hinten auch noch eine Ecke Tau hin. Und danach, ne, schönes Mai-Lied noch singen. Vorsichtig. Passt. Ja, vorsichtig, der Anhänger, aber ich glaube, das schaffst du auch von alleine. Ja, weiter. Weiter, 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 weiter. So kann es einfach rückwärts durch. Hau einfach durch. So, weiter. Komm, 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 noch ein Stück. Ja, du kannst hier. Wo ist denn die Straße dicht gewesen? So, stopp. Stehen bleiben. So. Konvial. So. Leon, leg den nochmal wieder ein bisschen hin. Tim. So. Nee, ich warte ja noch darauf, dass wir den alle zusammen ziehen können. Vorsicht, Leute, wir stellen hier den Anhänger mit Trecker hin. Uah. Was macht der denn da? Manning. So, lauter und staunen. So, kommt ihr alle her? Wir wollen doch jetzt traditionell zusammen ranziehen. Ja, setz dich mal noch ein Stück hier, dass du gleich über dem Loch stehst. Stopp! Du hast das traditionelle Maibaumloch. So, Tom, hier, Nick, Tim, hierher. Hier das Ende Seil nehmen. Hier vorne. Teufelsgamer Tom, hierher. Teufelsgamer Tom, hierher. So. Leon und zieht an. Zieht an. Zieht an. Zieht an. Ja. So, noch ein Stückchen. So. Jetzt bisschen festklopfen. Ja, also. Zur Feier des Tages würde ich sagen, erstmal bedient euch. Okay, das war's mit der Feier des Tages. So, hier, Jungs vom THW, vermacht euch hier was. Erstmal. Ihr könnt auch, ne? Ja? Ja, das ist VU. TH3. So, jetzt gucken wir. Wir haben VU. Teufelsgeber, du musst ja durchpetzen. Das ist hinten bei Hof Jansen war das, ne? Ja. Schädelkamp. Welches Feld war da? Ja, nimm du das LF. Ich fahre mit dem. Ich nehme das LF. Ich nehme den VRW. Tom? Tom? Welches Feld war das? Oder wo Hof Jansen nochmal war?
Moment. Ah, okay, ich weiß wo. Das war doch hier runter, oder ne? Hinten Hof Jansen war Schädelkamp auch. Das musste hier sein alles. Okay, Einsatz war gefahren. Stoffe laufen aus. TH3, alles klar. Also heißt auch ein bisschen Abstand von der Einsatzstelle nehmen. Heißt, wir stellen uns direkt hier hin. Fahren hier mal drauf eben so. So, vier sind Einsatzstelle an. Stopp, stopp, stopp. Okay, ja, gut. Hier. Leon, bleib erstmal da sitzen mit deinen Leuten. So. Ja. So. Also, erstmal folgende Lagemeldung. Wir haben hier ein einmal auslaufende Gefahrstoffe aus dem LKW. Wir arbeiten jetzt in Hand. Zusammen mit dem THW. Ich werde mich gleich mit dem Einsatzleiter zusammensetzen und dann werden wir weiteres Vorgehen besprechen. Ich muss jetzt eine Rückmeldung an die Einsatzleitstelle geben. Ja, genau, übernehmen ein Trupp. 12. 12, 22, 2 an Leitstelle kommen. Folgendes: Auslaufende Gefahrenstoffe aus einem LKW, Feuerwehr. Wache 2 sperrt Straße und arbeitet in Zusammenarbeit mit dem technischen Hilfswerk und weitere Lagemeldung von der Einsatzstelle folgen. 12 22 1 Ende. Hallo, erstmal. Lange nicht mehr gesehen, ne? Hahaha. Also aus dem LKW auf der Seite zum Schuppen hin laufen Gefahrstoffe aus dem Behälter unten raus. Das spritzt da ein wenig so, ne? Aus dem Rand, wie du siehst. Das ist wohl eine Naht, die da aufgeplatzt ist. Ich weiß jetzt nicht, was der genau geladen hat, weil der LKW-Fahrer auch nicht aufzufinden ist. Das ist nur der hier im Hofbesitzer, Herr Heinzmann, der uns auch alarmiert hat. Beziehungsweise bei der Leitstelle angerufen hat. Wenn das so wäre, dann hätten wir. Ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt auch noch nicht weiter geguckt im LKW oder so, weil ich nur noch nicht weiß, was da ja genau drin ist. Wer war das jetzt? Wer war das jetzt? So, ich bin Tim. Einsatzleiter. Feuerwehr an Einsatzleiter technisches Hilfswerk. Ich habe die Papiere gefunden. In dem LKW sind spezielle Düngemittel und diese Düngemittel sind ätzend. Ja, wir alarmieren sofort den ABC-Zug zur Einsatzstelle. Ich brauche noch jemanden, der mit mir fährt. Ich bin auf jeden Fall da. 12. Leitstelle vom 12 22 1 kommen. Folgendes: Wir benötigen einmal den Einsatzleitwagen, den ABC-Zug von der Wache 1 kommen. Ja, das ist verstanden. Ende. Ja.
Ja, hier ABC RKW, das ist verstanden. Wir rücken aus. ABC RKW an ABC TSF, willkommen. Ja, wenn wir gleich an Einsatzstelle sind, melden Sie sich bitte bei uns umgehend. Ja, das ist verstanden, kein Problem. Weitere Lagemeldung von der Einsatzstelle folgt. Moin. Wer ist denn hier der Einsatzleiter? Okay, spricht keiner mit mir. Ja, moin. Was haben wir? Genau. Ja, das verstanden, wir fahren ihm durch. So. A, B, C, TSF, stell dich hier im Hin, Leon. So. A, B, C, RKW 1290-2 an Leitstelle. Ja, folgendes. Wir sind Einsatzstelle an und beginnen jetzt mit der Abdichtung des Tanklasters nach Einsatzlageerkundung und darauf werden wir die auslaufenden Düngestoffe aufsammeln. So. Ende. Leon, absitzen. So, die ersten von euch. Der Angriffstrupp rüstet sich mit PA unter dem Gefahrgut Stoffanzug aus und begibt sich mit dem Dichtmaterial für diesen Stoff an Tank sofort zum Abdichten der Maßnahme. Der zweite Trupp rüstet sich ebenfalls mit Gefahrgut Sicherheitsmaterial aus und nimmt die auslaufenden Düngegefahrstoffe aus. Verstanden. So, also wir machen das jetzt so, wir gehen folgendermaßen vor. Der Angriffstrupp geht als erster vor und dichtet die Unglücksstelle ab und der zweite Trupp geht mit dem Absaugbehälter vor, mit den Absaugbehältern vor und saugt die Gefahrenstoffe, die auf dem Boden ausgetreten sind, ab und streuen dann auch noch den Rest auf, dass wir vollkommen die Einsatzstelle wieder reinigen. Nein, so wie das bis jetzt ist, ist das top, hundertprozentig. ABC RKW, Einsatzleiter hört. Ja, das ist verstanden. Ja, das ist verstanden. Wir bewegen den LKW zur Seite und stellen da die Sicherheitswanne drunter.
Der Eigentümer ist der Melder, der vor Ort auch die ganze Zeit ist. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus, was die da machen. Sehr schön. Noch nicht abrücken. So. Ja, das war unser kleines Maibaum-Special. Erstmal bedanke ich mich ganz herzlich für das gute Gelingen dieses Einsatzes, auch wenn wir davor ein paar Komplikationen hatten. Lief top. Muss ich ehrlich sagen, wir sind doch super noch fertig geworden. Danke dafür. Möchte noch wer was sagen? Dann würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Wir hoffen, es euch hat's gefallen. Lasst noch einen Daumen nach oben da für dieses gute Special. Am schönsten wäre natürlich auch noch ein Abo. Daumen nach oben ist immer gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.